Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde. Let's play Ghost Recon Future Soldier. Und ich habe gesagt, ich will keine Shooter mehr spielen, aber ich spiele jetzt einen Shooter. Nein, weil ich auch total begeistert war halt von Spec Ops The Line, die Variante, wie man halt so einen Shooter spielen konnte. Und deswegen wollte ich mal gucken, ob das hier vom Gefühl her genauso ist. Wie man Intro sehen konnte, es ist ziemlich like Call of Duty, und Call of Duty ist ja somit das genialste und durchdachteste Spiel ever. Kann man ja nichts anderes dagegen sagen. Ja, und das ist dieses Projekt, was wir jetzt im Nachhinein zusammen spielen wollen. Und schauen wir mal, wie weit wir zu kommen. Es ist normalerweise Kinect vorgeschlagen, aber ich drücke, das kann ich nicht dran. Start drücken, habe ich doch, Schnuffelchen. Wir dürfen nochmal Start drücken, das ist ja interessant. Es sieht schon nice aus. Ich weiß nicht, von wann das Spiel ist. Ich habe keine Ahnung. Es liegt seit zwei Monaten knapp bei mir in der Wohnung rum. Auch in der neuen Wohnung. Ein paar Informationen zu allen neuen Aktionen findet ihr im neuesten Video. Wir müssen reden. Aber es ist noch eine Kleinigkeit dazu bekommen. Wahrscheinlich habe ich noch ein Mädel dabei, was mit Let's Plays machen wird. Und das halt für die weibliche. Scheiß, na, Salama. Start. Achtung, anmelden beim Ubisoft Server. Bitte warten. Aktualisierung der Spielkonfiguration. Inhalt integrierten Inhalt zum Herunterladen. Besitzen Sie ein Uplay-Pass? Ein Uplay-Pass ist erforderlich, um auf alle Mehrspieler-Online-Funktionen zuzugreifen. Weiter. Ich will die Kampagne. Darkshots hat das auch gespielt. Mehr Spieler hat RFF Dings da. Wir haben hier Trupps. Abbruch. Extras. Aha. Wie viel kostet denn so ein Uplay Pass? Wie lange geht der? Mhm. Okay, gut, ja. Ne, wir wollen jetzt auf die Kampagne. In diese Festplatte hier. Neue Kampagne erstellen. In Verbindung meine Konsole. Keine Ahnung. Neue Kampagne. Wir nehmen Veteran. Und es geht gleich los. 2, 1. Ich freue mich. In der neuen Wohnung. Endlich wieder. Let's Plays. Ach schön. Halten, zielen, Drohne höher fliegen. Drücken, Objekt benutzen. Halten, Wirkbereich. Blablabla. Bewegen, L-Taste, Schulterwechsel. Unterlaufzubehör aktivieren, ist wahrscheinlich nach oben drücken. Nächstes Objekt ist nach rechts drücken. Sicht umschalten nach unten.
Voriges Objekt nach links. Taktische Karte, Missionsziel ist Back-Taste. Und die Guide-Taste ist Katzen verprügeln. Schnauze jetzt. Nicaragua. 9.27 Uhr. Mittelamerika, Nicaragua, Bosava, Biosphärenreservat. Keine Ahnung. Was bauen wir denn da bitte schnell im Auto rum? Wer Sau. Morgen! Ich kann deine Eier sehen. Nein, doch nicht. Hab ich nur verarscht. Ja. Baumel. Aber können wir nicht neue Straßen hier bauen? Oder waren Menschen? Oder sind noch mehr Menschen? Toll, die machen Grillaktionen. Immer schön sowas. Huch, Schwarzwände. Jetzt sind wir ganz woanders. Magic. Noch eine Schwarzwände. Da sind wir schon wieder woanders. Was dann? Das macht mir Angst. Was auf damit! Das macht mir Angst. Puh. Ja. Langsam ist das nicht mehr lustig. Hör auf nach hinten zu gucken. Du hast auf die Straße, du Affe. So, ich kann mich ja nicht umsehen. Hoppala. Müssen wir Kargas anrufen. Wir schalten sie zusammen, Mars. Ach, wir waren böse. Ah, muss um den Kargas. Ich meine, das ist ein... 5, 4, 3, 2, 1. Den habe ich nie angegriffen. Komm. Kommt sicher, alle Ziele angreifen. Mach ich. Zum Ziel vorrücken. Na los, vorwärts. Naja, da hätten wir auch einfach runterspringen können. Was haben wir denn für eine Waffe? Das sieht aus wie eine MTA, ja. Okay, Kreis ist ducken. Super, meine Kollegen stehen in den Weg rum. Also scheiße. Ja, danach. Ich hab nachgeladen. Okay. Der Bär. Gut, alles sauber. Griffith, Ihr Predator, Konvoi gesichert. Verstanden, Predator. Ich erhalte Infos zur Fracht. Checke das hier. Mach das. Irish. Schon wieder ein Irish. Sag mal, wie viele Irish gibt's denn? Hab ich. Passt auf, ich will keine Überraschungen. Griffin, sehen Sie das hier? Wir sehen es. Wir machen zur Sicherheit einen Vergleich. Aber das sieht okay aus. Verstanden. Das sieht daran okay aus. Das sieht aus wie ein fucking... Was zum... Oh nein, das Handy betrieben. Predator, schnell raus da! Bombe! Weg hier! Weg hier! Los! 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 Rettungsteam bereit machen! Ich habe Männer da unten! Mein Team hat erwischt! Also das heißt, war zwar mega mies, dass ausgerechnet da auf die Hände jetzt Feuer gekommen ist, aber es sah mega bescheuert aus, wie es sie ausgebreitet hat, ey. Zur Folge sind Geistermanifestationen Verstorbener, die zurückkehren, um den Lebenden zu helfen oder sie zu bestrafen. Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Ja, dann wollen wir gucken, wie viele unnötige Aktionen wir hier entdecken werden. Ich freue mich. Ach ja. Ja, da waren wir auch schon, das haben wir schon... gesehen, das haben wir auch schon. Schön, dass die anderen Tasten erklärt werden. Das ist schon mal ganz, ganz gut gemacht. Dass man nicht immer die gleichen Tasten sieht. Weil die hat man ja schon jetzt gesehen. Das wäre Schwachsinn, nicht immer die gleichen zu sehen. Ja, immer andere zu sehen. Okay, ich kann
Teamkameraden befehlen sie jemand rein. 1416, North American USA, Fort Bragg, irgendwas. Oh, jetzt erleben wir die Vorgeschichte. Major, Gentlemen. Packen wir ein? Wenn wir fertig sind. Wir wurden noch niemals so hart getroffen. Nehmen Sie sich eine Minute. Wenn Sie das wollen, dann beten Sie ruhig. Wir sind bereit, Sir. Dann los. Holen Sie sich diese Hurensöhne. Details auf Ihren MRTs. Stimme kommt mir bekannt vor. Natürlich spielen wir was? Einen Schwarten, der noch voll muskulös ist, ey. So. Die Bombe, die unsere Männer tötete, war für die Südgrenze bestimmt. Sie haben einen hohen Preis bezahlt, um sie aufzuhalten. Aber wir alle müssen Opfer für unser Land bringen. Diesen Preis haben Alan, McGann, Haynes und Biancard für uns bezahlt. Ihr Opfer war nicht umsonst. Stellen wir sicher, dass wir es nicht erneut bringen müssen. Die Bombe ging durch viele Hände, bevor sie hier landete. Einer der Männer in dieser Kette, Gabriel Paez, will rein. Paez ist ein mittelschwerer Drogenschmuggler und ein Neuling, was Waffen angeht. Klingt, als hätte er mehr geschultert, als er tragen kann. Er behauptet, er wusste nichts. Bla, bla, bla. Mir egal. Paez ist ein loser Faden, an dem wir ziehen sollten. Herausforderung. Weiter, die töten sie fünf oder mehr mit einem Feuerschuss aus der MP, MK, Stoner 96, Elsat, PKP. Alter, mit jedem von denen oder was? Dann bekommen wir die PKP, okay. Schnell zu töten sie bei Hinterradbahn, alle Soldaten, 60 Sekunden. Keine Zeugen, sorgen sie dafür, dass ein Paez-Hauptquartier keine Zeugen gibt. Karo Ass, das Team muss in Diamantformation 10 Gegner mit Kopfschuss töten. Statistik. Praktische Karte. Paez eigene Leute haben es auf ihn abgesehen. Der Weg ins Waffenbusiness war ein Segen, als sein Hauptgeschäft baden ging, der nicht liefern konnte. Wir müssen wissen, wie er ins Waffengeschäft gekommen ist und welche Verbindungen er hat. Die Bombe, die unsere Männer tötete, war für die Süd... Okay. Das war nur das. Machen wir weiter, ne? Ein Sensor erfasst Gegner und schickt die Daten auf ihr Hard. Werfen Sie ihn an die Stelle, wo Sie die Mistkerle vermuten, und er zeigt Ihnen deren Position. Wände und Mauern stören dabei nicht. Dann kann ich durch die Wände und durch die Mauern werfen. Wenn alles nach Plan läuft, wird nicht viel geschossen. Aber Sie wissen ja, wie es ist. Nehmen Sie genug Munition mit. Sie brauchen Flexibilität und Präzision. Ich empfehle eine Goblin mit Reflexvisier. Habe ich denn darauf ein Reflexvisier? Ja, habe ich darauf ein Reflexvisier. Wir nehmen einfach mal das, was uns denn der Herr sagt. Und machen mal Mission. Ja, Mission starten. Ja, möchte ich. Lass knattern, Junge, jetzt. Meine Fresse. So, es kann sein, dass mein letztes Mal ein bisschen Bass zu hoch war. Ich hoffe, das habe ich jetzt damit geregelt. Ich habe ein bisschen was an dem Gedönse hier verstellt. Meine Fresse, schon wieder die gleichen Kackdinger. Langsam weiß ich, was zu bedeuten hat. Oh, ich komme gerade frisch von der Arbeit. Oh, ich bin ein bisschen müde. Ach ja. Ja, ich höre was. Number Guardian, 1549, Südamerika, Bolivien, Sucre, oh, Sosre, Soruse, keine Ahnung. Da cállate ya. Ya te lo dije, Paez no está aquí. No está aquí.
Nuestro Bruder. Bruder Fantasma von Fanta 4. Idiota. Komm schlafen. Sauber. Overlord, hier Hunter. Wir sind am Treffpunkt, aber kein Zeichen vom Paket. Verstanden. Wie ist die Lage? Chaotisch. Das Haus ist durchwühlt. Paez geflohen. Alles klar. Wir verfolgen sein Handy, um ihn zu finden. Und was machen wir so lange? Augen aufhalten und uns auf die Jagd. Die Stimme kam mir auch bekannt vor. Hunter, Overlord. Wir haben Paez in der Leitung. Ich stelle ihn durch. Hallo. Sind Sie da? Mr. Paez, mein Team ist am Treffpunkt, bereit, Sie abzuholen. Sie wurden gewarnt. Sie jagen mich. Ich bin auf der Flucht. Sie müssen mich holen.